murdered. Wenn wir Wände einreißen, kommen wir überall rein. Technisch gesehen. Warum ist der Elefant hier? Ich hab ja gesagt, wenn ich das nächste Mal den See bringe, ich den um. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, wir sind ja letzte Mal in den Turm von Lorakan eingedrungen und haben den auch beklaut und getötet, zusammen mit Dame Aelin, die sich hier noch irgendwo rumtreibt und rumspuckt. Und ja, die auch ein bisschen angepisst auf uns war, nachdem sie in unserem AOE drin stehen geblieben ist. Aber naja, das ist Schnee von gestern, wir mussten sie dann ein bisschen bezahlen. Und ja, wir haben jetzt ein paar neue Sachen. Und jetzt möchte ich hier gerne wieder raus. Allerdings weiß ich nicht so richtig wie, weil wir hier so ungefähr alle Fallen aktiviert haben, die man nur aktivieren kann. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, dieses Gift zu umgehen? Für nicht fliegende Charaktere? Ein bisschen doof, ne? Ich meine, wir gucken mal. Ich glaube ja nur, dass Shadowheart ein Problem haben könnte. Und kann sie von hier rüberspringen? Ja, nicht ganz. Aber kann sie von hier rüberspringen? Das würde gehen. Gut, Shadowheart, dann machst du das erstmal alleine. Wir können auch erstmal eine kurze Rast machen. Ich weiß nicht, ob das uns irgendwie hilft, aber wir machen es erstmal. Und dann kann sie... Wo war sie jetzt? Springen da. Erstmal hier drauf. Das sollte hoffentlich keinen Schaden machen. Und jetzt können wir hier von Tisch zu Bank zu Regal irgendwie entkommen. Ich erspare euch mal diesen nervigen Teil, das jetzt mit allen Charakteren machen zu müssen. Naja, die anderen können fliegen, aber trotzdem. Gale ist zwar Magier, aber der muss auch springen. So, da sind wir doch alle. Assyrian als kleine Wolke, aber das macht nichts. Kann der jetzt eigentlich... I mean... Bleibt der jetzt so? Ich hab damit kein Problem, aber ja, es ist vielleicht im nächsten Kampf ganz vorteilhaft, wenn er eine Wolke ist. Ja gut, was ist jetzt unser nächstes Ziel? Unser nächstes Ziel wäre, glaube ich, einen von den Auftragsmorden weiter zu verhindern. Der wird wahrscheinlich irgendwo anders jetzt hin sein. Wahrscheinlich entweder hier zu... Ne, hier vorne sind beide? Chase down the serial killer, ja, müssen wir wahrscheinlich hier runter zu Figaro. Ja, gut, dann gehen wir halt dahin. Aber die haben wir ja schon alle gewarnt. Ist der Typ jetzt schon hier drin? Hello? Suche einen roten Zwerg, nicht Dichter. Ja, natürlich ist er da schon. Ich meine, wir haben dich gewarnt. Razors, scissors, nail file. So many cuts one couldn't make. Warum ist es so laggy? Such a fleeting window. Sekunde mal kurz hier, was geht hier ab? So, das ist besser. Jetzt haben wir ein bisschen geskippt, aber naja. You have the delicious honor of being my crowning achievement. Your body is my ultimate gift to my lord. Ja, wollen wir nicht was machen, bevor er ihn umbringt? Together we shall transcend. Einschreiten oder so? Keep in the shadows while the dwarf is distracted. Ja, aber dann killt er ihn. Ich weiß nur nicht, ob wenn ich jetzt da... Back off, that's my kill? What the fuck? Stop right there, criminal thief! Ich meine, wie gesagt, wenn wir nichts tun, wird er ihn umbringen. Ich weiß aber nicht, ob er sich davon abbringen lässt, wenn wir jetzt etwas sagen. Asterion disapproves. Er ist eine Wolke. My lord tests me. This piteous offer will be your grave challenger. Savor your final breath. Hastend. Versucht er jetzt? Was macht das denn hier? Throw? Soll er throw und do not react? Ich bin eine Wolke. Ich bin keine Wolke mehr. Okay, viel Spaß. Ich weiß nicht, warum du versuchst, an uns allen vorbeizulaufen. Critical Hit? Nee, das rerollen wir auf jeden Fall.
Alter, wie viel Schaden macht ihr denn? Hört doch mal alle auf hier. Warum sind hier überhaupt so viele Gegner? Ich weiß, das sind alles Doppelgänger, aber warum sind die überall in der Stadt? Okay, das war's schon mal mit meinem Imp. Shadowheart. Wie sieht's mit ein paar Spirit Guardians aus? Hier sind gerade sehr viele. Und dann beweg dich mal hier so hin, dass die auch noch alle Schaden bekommen. Und heal vielleicht mal Asterion hoch. Im Rang 4er vielleicht. Ich glaube, wir können erstmal die Tür zumachen. Ist mir ja egal, was da drüben abgeht. Und dann könnten wir einfach mal unsere Arcane Battery dafür verwenden. Um hier einfach so eine Globe zu errichten. Wo wir uns dann einfach so reinstellen, dass die da nicht rein können. Weil wir uns direkt an den Rand stellen. Das wäre doch was. Und das machen wir am besten mit Dixis. Und Gale geht hier so hin, dass er gleich noch kämpfen kann. Dixis geht hier ganz an den Rand. Nämlich genau so. Castet jetzt... Vielleicht den Mindblast? Ne, das trifft nicht so viele. Kommen wir an ihn mit einem Eldritch Blast dran? Nein, dann schießen wir jetzt erstmal ihn kaputt. Und zwar wirklich komplett kaputt. Und dann vielleicht noch eine Stage Fright. Hier, Stage Fright. Kriegen wir vielleicht sogar noch welche mit im anderen Raum. Mal sehen. Die beiden sind auf jeden Fall belastet. Warum rollt die ganze Zeit Critical Hits? Was ist denn hier los? Critical Miss. So. Auf Wiedersehen. Jetzt ist er unsichtbar. Und hat einen Heiltrank genommen oder sowas. Lass die doch da drüben in Ruhe. Ja, ich bin leider unbesiegbar. Du allerdings nicht. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Typ jetzt sein könnte, ne? Was machst du denn jetzt hier drin? Geh hier raus. Wir haben gerade ganz andere Probleme. Aber das, was wir mal machen könnten, wäre hier vielleicht so ein Dolchfächer hin. Und dann noch eine Offhand-Attack. Auf sie da hinten. Einfach nur, damit sie mal ein bisschen provoked wird. Wir kommen jetzt wahrscheinlich nicht hier in die Globe rein, aber sind wir noch blinded? Nein, hier nicht. Gut, dann können wir hier stehen bleiben. Alter, warum hitten die denn die ganze Zeit? Wie viel Schaden macht das denn? Das macht ganz schön viel Schaden. Tja, auf Wiedersehen schon mal. Shadowheart, willst du hier so ein... Ich weiß halt nicht, wo der Drawfinger dran sein könnte, deswegen machen wir hier einfach mal so ein... Eiser nämlich. Ihr da geht bitte hier nicht rein. Ich möchte hier aber jetzt auch nicht in den Nebel. Wir könnten aber versuchen, ihn da noch reinzuschubsen. Einfach hier rein, so zack. Kriegen die alle schön viel Schaden da drin. Und mit Gale könnten wir einen Ice Storm machen. Du da, komm hier nicht rein. So, damit ist er schon mal weg und er kann hier darauf ausrutschen und dann weiter in der Insektenplage gefangen sein. Ich glaube, er will auch zum, zum Unbesiegbarkeitsding dahin. Das heißt, wir sollten ihn wahrscheinlich ein bisschen hier rüberziehen. Vielleicht mit den anderen zusammen. Und dann vielleicht noch so ein Hunger of Hader. I'm very sorry, Shadowheart. Aber du überlebst es schon. Oh, sie kommt hier rüber.
Können wir die eigentlich beißen? Ja, könnten wir. Dann machen wir das doch mal. Laufen dann hier aus dem Hangar raus mit Asterion. Und gucken mal, dass wir einen Schuss auf irgendwen hier drin abgeben. Ja, wir können einen Schuss auf Shadowhub abgeben, aber das wollen wir nicht. Vielleicht auf sie da am Boden. Oh, sie ist auch direkt weg. Das ist sehr schön. Ja, und dann haben wir die jetzt sehr schön gecornert. Shadowheart, du kannst ja einen Moonbeam machen. Du kannst fliegen. Du hast die Flying Boots. Dann mach mal hier einen Moonbeam hin. Ich weiß nicht, warum er davon nicht betroffen wird, aber egal. Und dann flieg mal hier rüber. Oder so. Natürlich rutscht sie aus bei der Landung. Aber egal. Wir können jetzt eine Shockwave so in die Richtung machen. Können wir auch beide von denen erwischen? Vielleicht, wenn wir hier so ein bisschen näher rangehen. Ich meine, wir sind jetzt im Hangar drin, aber das ist uns ja egal. Aber nee, die Shockwave scheint nur ihn zu beeinträchtigen, aber... wir wollen ihn nicht aus dem Hangar rausschmeißen. Blitz ist auch nicht besser, ne? Wie sieht's denn mit so Rays of Fire aus? Die treffen ihn nicht. Können wir irgendwie hier hoch? Können wir hier auf den Dings springen? Nein, können wir gerade nicht, weil wir nicht genug Movement Speed haben oder sowas. Ja komm, dann schießen wir mal so einen Lightning Bolt Rang 4 auf ihn da. Er kriegt so wenig Schaden aber durch Zauber. Ixis, kommst du hier aus dem Anker irgendwie raus? Ja. Wir eine Wall of Fire machen, aber das würde den Hangar entfernen. Vielleicht so ein Flamestrike einfach hier so auf die beiden. Damit ist er auch weg und jetzt ist er alleine da. Ne, irgendwo liegt noch wer anscheinend. Achso, Digger ist aber auf unserer Seite. Ja, dann ist er jetzt alleine da. Asterion, kannst du dich um ihn kümmern? Wir haben keine Advantage, aber schieß einfach mal so auf ihn drauf. Warum kriegt er so wenig Schaden? Meine Güte. Shadowheart, einen schönen Guiding Bolt auf ihn vielleicht. Rang 4. Mach ihn weg. Das sieht doch schon mal gut aus. Gale schießt noch einen Blitz auf ihn. Ja, dann... Leute... bitte hört doch einfach auf, in den Hangar reinzulaufen. Das wäre schon sehr hilfreich. Try to talk your way out of it. It was self-defense. I was being attacked. Es ist ja sogar wahr. Das sieht nicht gut aus. Roll again. Komm schon. Ich möchte mich jetzt nicht mit den Wachen hier anlegen. Das ist gut. Das ist doch nervig mit dem AOE. Und das war auch noch unser Target! Alter. Na, ist mir sowas von scheißegal, dass er jetzt tot ist. Figaro. If it had been the dwarf alone, we might have stood a chance. But these doppelgangers, they swarmed us. Yes, they did. We were paralyzed before we even had the chance to fight back. Ich meine, er hat zwar eigentlich überlebt und ist jetzt einfach nur in meinen Dolchfächer reingelaufen, weil er ein Vollidiot ist, aber ja. The Doppelgangers are tracking his progress. Apparently this one's a rising star among bar lists. A rising star, you say? Then perhaps it's a good job I ran into him. I was on my way to the upper city when I heard a commotion. I stepped in to see if I could help. It's not every day you have the chance to catch a killer in action. Not even in this profession.
These killings aren't random. In fact, they seem to be part of some sort of test. That document you showed me before, the one with the victims' names on it, that was the briefing. The killers paralyze their victims, take their hands as an offering for Baal, and make it look like the cult of the Absolute was behind it all. It grants them access to a tribunal. From what I could gather, it's some sort of rite of initiation for aspiring cultists to prove their worth. And it's taking place beneath Candle Hallow's tombstones. Ja, dafür haben wir den Schlüssel. Any idea where that is? It's not a place I'd ever heard of, if I'm honest. But rumor has it, there were some hidden cellars somewhere near the Elf Song. Okay, dann schauen wir uns doch das mal an. I suppose I'd better go and find a hand then. Technically, I haven't yet done an inventory of this crime scene. So if something were to go missing from a corpse. Ja, ja, das gefällt mir. Sounds like you have a lot to follow up on. I'll leave you to it. Oder I'd take a look into it. I'll take a look into it. And I'll pick up where I left off. The upper city. When I'm done, I'll stop by the Basilisk Gate. If you've got anything to tell of your investigations by then, I'd love to hear it. Ja, dann schauen wir doch mal. Der hat noch nichts, aber der rote Dwarf, der hat doch bestimmt was wie das hier. Torn Bloody Page Read. The following text is printed haphazardly on a torn bloody page titled Dirge of the Unholy Assassin. Neath Kandu Hallow's quiet tombs lies a path through murderous boons. If entry down below's your aim, seek trigger hidden by a frame. Icarius, the door awaits to admit those who seek their fates. If to continue you insist, show a trophy rent from wrist. Or of sacrifice for our Lord planned, present death's night and a bloodied. A smear of blood obscures the poem's final word. Also eine Hand. Sicarius, and a location. We should find this Candle Hallow place. Handbag, können wir die öffnen? Oh. Dann nehmen wir die doch einfach mal mit. War da auch die Hand des Clowns bei? Was haben wir hier? Dimension Door Boots. Könnten auch nicht schlecht sein. Ich weiß nicht, die Handbag ist irgendwie markiert als eine als ein Quest-Item. Die Doppelgänger haben ja wahrscheinlich alle nichts. Das war ja schon letztes Mal das Problem, ne? Der hier hat einen Arrow of Darkness, den kann Asterion haben. Und der hat auch einen Schlüssel, auch einen Tombstone-Schlüssel. Und hier ist noch was. An Ultimate Report. It's an honor and a privilege to watch this brother in Baal in action. The setup for his final qualifying murder is brilliant and meticulous. After its inevitable culmination, I will be thrilled to join the murder tribunal in acclaiming Dolor as an unholy assassin. Ja, das wird wohl nicht mehr passieren. Die dürfen wir nicht looten und wir haben leider auch Beobachter. Meine... Es guckt ja gerade keiner zu, also lockpick das mal. Zack, zack, offen. Solche Truhen, die verlocken mich immer. Das ist ganz viel Farbe. Die will ich alles mitnehmen und ins Camp schicken. Weil damit können wir Sachen färben. Was auch immer. Haben wir noch nie gemacht. Aber jetzt haben wir sehr viele Möglichkeiten, es zu tun. Und dann machen wir jetzt mal kurz eine Rast. Long Rest. Schauen wir mal, dass wir unsere Lebenspunkte und Spellslots wiederbekommen. Weil wir ja keine Shortresten mehr machen können. Ich glaube, reden. The approach unique. The form sloppy. But the passion for killing, it was like sport. It would be remiss to ignore such talent. What do you mean? To be more than a common murderer? To become an avatar of slaughter. Sure thing. Last time I got an invitation like this, life got a lot more interesting. I had no idea you held such aspirations. Can't say I share them. Yeah, you must kill once more. Choose from our list of most unholy sacrifices. Make them whole in murder. Remove the victim's hand.
You will need it for what lies ahead. Good luck, Aspirant. I trust we will meet again. Mir geht's eigentlich mehr darum, da in diese Dings eingeladen zu werden. Ich will hier niemanden umbringen, aber... Ja, reden will anscheinend auch keiner. Dann go to bed. Warum liegt die Leiche hier eigentlich jetzt noch immer rum und das ganze Blut? Das räumt auch keiner weg, ne? Das ist jetzt einfach Deko in unserem Lager, warum auch immer. Und mein Bett ist auch noch voller Blut. Und wenn es das vorher nicht war, sollte ich echt mal zur Prostata-Vorsorge untersuchen, würde ich einfach mal behaupten. Naja. Hallo, Scratch. Hope you're keeping well, friend. Mir geht's wunderbar, aber du kriegst deine täglichen Pets. Die darf man ja nicht auslassen, ne? Mir soll es ja auch weiterhin hier gut gehen. Braver Hund. So, dann gehen wir mal zurück in die Stadt und schauen mal, was so abgeht. So, das Murder-Target ist wo? Anscheinend nirgendwo hier oder da vielleicht? Hier oben ist auf jeden Fall, wo wir rein können. Go to Camera Tubson to find the Balanis Tribunal. Impress the Murder Tribunal. Ja, keine Ahnung. Gehen wir einfach mal hin und gucken uns das Ganze mal an. Mal sehen, was da so abgeht. Anscheinend müssen wir in den Gully. Strange Beggar. Wer bist du denn? Come to have a go. Give it your best shot. An air of decay hangs over the stooped beggar's form. The smell of rot. The smell of death. Gold first. Then you can hit me. Warum soll ich dich schlagen? A strange way to earn your keep. Do many take you up on this? Plenty. Lots of angry people in this city. No one else to take it out on. Go on. You seem like you've something pent up. Eigentlich nicht. So, you having a go or not? Boss, I'm not going to hit you. Then move. Let someone else have a go. Was ist los mit dir? Und es ist anscheinend auch ein Untoter. Naja, auf ins Manhole. Ab in die Kanalisation. Ist ja nicht das erste Mal. Ja, sieht hier irgendwer irgendetwas Suspicious? Das ist mir auch schon aufgefallen, dass ich diese Wand hier einreißen kann, aber... Ich dachte, es gäbe einen normalen Weg rein. Wenn wir Wände einreißen, kommen wir überall rein. Technisch gesehen. Hier waren wir doch schon. Können wir noch irgendwo anders hin? Hier drüben ist ja anscheinend auch noch was, aber das ist, scheint mehr ein Ausgang zu sein. Ist hier unten in der Kanalisation sonst noch irgendetwas, was uns interessiert? Weil, ich meine, jetzt ist der Questmarker hier oben wieder. Aber wenn ich da draufklicke, ist er wieder woanders. Was? Ich will keinen Custom-Marker erstellen. Hat sich hier irgendetwas verändert? Ich meine, hier drüben ist noch was. So ein Boot. Und da oben waren wir halt auch noch nicht. Aber die andere Frage ist, wie kommen wir darüber? Das Voss. Kommen wir hier hin? Dann brauchen wir gar nicht darüber fahren. Können wir da einfach zur Tür rein? Die Tür ist abgeschlossen. Komme ich hier rein? Antwort ist nein. Hallo, Boss. Ich hatte leider keinen Schlüssel. Wer ist das? Come closer. Tell me what you see. Einen roten Drachen. Consider the Dragonborn's face and mannerism. Is there anything unusual about it? Bisschen Guidance. Ach ja, komm. Machen wir das Lack noch dazu. Ist vielleicht ganz praktisch. His voice carries the weight of untold centuries. And his ridges are scarred with uncounted battles. This is no dragonborn. This is a red dragon. Okay. I know you for what you are, a red dragon. It is so. Call me Kudenos. Master of flames, splitter of skies.
I will be the one to carry Voss into battle against Vlakith. Ach, das ist der, den wir ganz am Anfang gesehen haben. Red Dragon Rebel? How many more of you are there? More than I could count. We were pacted by the Archdevil Tiamat and forced to serve the Githyanki. It is to the people that I'm loyal, not to the Lich Vlakith, a corpse in Gith clothing. I know Orpheus, just as I knew his mother. A new future will be planted in the wake of the comet. Okay. Until we meet again, mortal. I look forward to fighting alongside you. Vlakith will tremble at the sound of our roar. Azel and her allies, can they be trusted? You ask the wrong question. It is not a matter of can, it is a matter of must. Okay. Können wir da weiter runterfahren, ist die Frage, aber hier ist irgendwie wie eine Wand. Das Shadow Heart, das war sehr knapp. Kommen wir denn hier hin? Wer bist du? Hallo. Wer bist du? Lorna Estelian. A friendly face at last. Are you going to the party as well? Party in the sewers? I know. Bit strange, isn't it? But then you have to be open to trying new things. The venue's called the Palace. Not sure what it stands for, but it sounds very exclusive. My date's supposed to meet me here, but there's no sign of him. You haven't seen him, have you? Pale, skinny, extremely piercing eyes. Looks a bit like your friend here. Oh dear. I assure you, it's not. It's funny. He was ever so keen for me to come. Yeah. He didn't seem the type to cancel. You've had a very lucky escape. Your date was a vampire. A vampire? No, he wasn't. Was he? But then, why am I still here? He could have had me by the neck any time he liked. Mother, may I? I'm positively starved. I'm wondering that myself. Naja, eigentlich nicht. You think something's happened to him? You have no idea. You know what? I might give this party a miss. Plenty more fish in the Chionthar, as they say. If you see him, don't tell him I was here. Just tell him I wasn't ready to be in a relationship. I'm sure he'll understand. Eieieiei. Da haben wir wohl jemanden gerettet. Aber ich dachte, es waren auch schon alle zusammen. Also warum überhaupt noch mehr Leute sammeln? Naja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Warte mal, wo geht sie denn jetzt hin? Das ist eine Wand, Milady. Ich wollte nämlich schon sagen, hier ist irgendwie was. Er sieht eigentlich fast so aus, als könnte das hier ein Durchgang sein, aber I don't know. Tja, ich habe keine Ahnung, wo hier sonst noch was sein könnte. Hier drüben ist halt doch dieser Cache, aber den haben wir schon gefunden. Auch, ich weiß nicht, warum der noch markiert ist. Wir haben da einiges gefunden, der muss dabei gewesen sein. Wir haben zumindest die Sachen gefunden, die direkt da drauf waren. Also, auf diesem Fragezeichen-Ding. Ja, wobei eigentlich ist die ganze Zone hier markiert. Wir haben da trotzdem was gefunden. Aber wo zur Hölle sollen wir denn hier hin? Oh, warte mal. Ach nee, das ist die andere. Show the Orphic Hammer to Voss in the Undercity. Ich muss hier weiter hochlaufen. Das kam mir schon direkt irgendwie gerade komisch vor, als das so nah dran war. Dann laufen wir hier mal weiter hoch. Dann war das Problem. Nee, zu Voss wollen wir nicht. Ich weiß, wir haben zwar den Hammer und könnten das machen, aber ich will mich auch erstmal nicht noch mehr mit dem Dings anlegen. Mit dem Emperor, wie heißt er nochmal? Unserem Mindflayer-Freund halt. Hier ist das Ding. Hier müssten wir ja rein theoretisch einfach rein können. Hier müssten wir doch den Schlüssel für haben, oder? Yes, indeed. Hello?
irgendjemand hier? Wir haben hier Wooden Caskets. Ist hier irgendwas drin? Doch. Animal Carcass. Wunderbar. Achso. Ich wollte auch noch gucken. Wir haben ja die ganzen Hände aufgesammelt. Ob da auch die Hand des Clowns bei war. Father Lorgan, Alexandra's Hand, Franks, Horace, Duke Stalemane. I mean... Okay. Duke Stalemane? Das dürfte den Emperor, also... Ja. Komm, Assyrian, du musst uns retten. Assyrian, komm hier rein. Ich weiß, du bist gerade ein bisschen disapproved von mir, aber trotzdem. Na super. Ich glaube, hinter dem Bookcase ist ein Secret, so wie das aussieht. Hier ist auch irgendein Rahmen. Aber egal, erstmal kann Assyrian hier lockpicken. Easy going. Und was haben wir hier so drin? Keeping up appearances. Lurk Dravich, remember you are in the business of making Kandu Hallow's tombstone look like a genuine retail establishment. Keep all the prices about half again, too high so you don't sell very much inventory. Think of the shop as a stage set rather than an actual going concern, the management. Okay. Ja, ich meine, ich sehe ja, dass hier hinter dem Bookcase was ist. Kann ich das denn wegsprengen? Wir haben alle den scheiß Perception-Check gefailed. Was mache ich denn jetzt? Kann das auch nicht an die Seite schieben. Seekers? If you seek the tribunal, let death be your guide. For what is behind death but murder? Butterfly Skull? Ist hier vielleicht was hinter? Kann ich das da so umhängen? Aha. The locked door has red text on it reading, all are awaited, all are embraced. None shall escape. History, the text is vaguely familiar. Try to recall its historical source. Guidance. Einfach überall Guidance drauf. Das könnte ein bisschen knapp werden. Nicht mit einer 1. Haben wir noch Inspiration? Ja, einmal noch. Oh, nice. That phrase is barless. This place has some connection to Orin and her cult of killers. You should learn more about them. Ja, toll. Das wusste ich auch schon vorher. Speak the phrase, Sicarius. Ja, ich dachte, da wäre irgendwas anderes, aber naja. Ein Lemon. Na super. Was haben wir hier unten? Was geht denn hier ab? Das ist irgendein Gemälde. Oder ein Flyer? Parchment. Flaming fists this way. Ein Metal Shield. Und da sind Fallen und sowas aufgebaut. Aber wir dürfen hier anscheinend gar nicht sein. Wir sind trespassing, aber ich dachte, wir sind... There's something engraved on this skull. Living, a torment of sorrow and strife. Okay. It's a poem. It continues. Is a burden to great and to small. We faithful cure mortals of burdensome life and present it to Death Father Baal. Verse by Invoker Grimlark. Toll. Was soll das bedeuten? Hello? Hier sind Leute. Was geht so auf euch ab? Hi. Present me well from gifts thine own, or I shall rend thy flesh from bone. That witch cards. I killed to be here and took the victim's hand as proof. A grasping hand, an offering vile. Enter now the dread lord's trial. Okay, vielen Dank. Ich hätte mich nicht gerne mit denen angelegt, weil
Die sind schon ein bisschen heavy armored und haben sehr viel Leben. Murder Tribunal. Vielleicht sollten wir hier die Tür zumachen. Wer weiß, was hier so abgeht, ne? Sarevok Anchev, Justice of the Murder Tribunal. Okay. Wir verteilen uns hier mal ein bisschen. Ich habe das Gefühl, hier könnte es zum Kampf kommen. So, Dixus, viel Spaß. You gaze upon murder's progeny, child. His most ill-trusted zealots. His faithful departed. Prodigal servants, each returned to do his bidding eternally. This man is known to all Baldurians, and his presence sparks dread in the pit of your stomach. Before you is Sarevok Anchev, a Baalist who almost brought Baldur's Gate to ruin a century ago. Devala was right. Not just an imitator, but Sarevok himself. This is the court of the Dread Lord's Tribunal. I am its custodian. Here come those who seek to transcend. Aspirants of his most profane order. The would-be unholy assassins of Baal. Okay. Sarevok Anchev, how are you still alive? A long while ago, my wretched sibling bought me back. The fairest of Baal's spawn soul-bound me to this husk. Worship death though I do, I refused it. I roamed the coast, gathering those who still held Baal in their black hearts. The cult survived, festering beneath the city, with me as the gate's everlasting poison. But no more, for poison is too slow a death. Now is the time for slaughter. With these killings, the glory of the Baalists has risen beyond what we dreamed possible during those dark days. But the worship of my lord is led by another now, my granddaughter Arin, the youngest unholy assassin ever to follow in Baal's bloody trail. And his chosen. What does Auron have to do with the murders in the city? Ja, die war dafür verantwortlich, mehr oder weniger. Auron is your granddaughter? My very blood. And by extension, his. Baal has never had a more gifted prodigy. Auron's gift surpassed even her mother's. Her mother knew this. And she could not bear it. When Arin was but 7 years old, she tried to smother the child as an offering to our Lord. I heard the screams. I ran to help. I feared for the child's life. But the cries were not Arin's. It was her mother's blood that soaked the sheets. Arin had cut off the very hand that tried to end her. And made a plaything of it. And as she toyed with her dead mother's hand, a deep quiver rose up through her throat. The Lord of Murder speaking through the child. Lay not a finger on this child, he said, nor let any other, for this child will serve me with unholy ardor. Protect her in my name. I can see why Baal chose Auron. Baal's reasons are not for us to question. My ja, ich auch nicht. Lord made his choice. I abided by his words. And so it is that Auron now leads his temple and draws aspirants to his creed. But Auron is not the subject of our judgment here today.
wish to become an unholy assassin of Baal. So, approach and be judged. What does this judgment involve exactly? There is no better mirror in which to see the true nature of a killer than his victim. You took their hands from them. Now, I will clutch one of their souls from the abyss, that they may show Baal who you are. Das ist schlecht. I'm ready to be judged. Mal sehen, was passiert. Let us begin. Spirit of the slaughtered, return to us. Show us the truth of this murderer's intent, and let us judge him for his bloody service. His will be done. Wer ist das? You took this spirit's life, and thus its voice. So, speak for it. How was this pitiable creature slain? Ja. Deception. Slowly and painfully, I savored every scream. Advantage, Charm Person. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. On the other hand... Na gut, das reicht. Wird ja für die ganze Konversation hoffentlich gecharmt. Reverence. Zeal. Long may he reign. Wofür überhaupt die Spirits heraufbeschwören? Wenn die nicht für sich selber sprechen. You are deemed worthy. Enter the Dreadlord's abattoir and submit to his will. Er ist geschaumt. Schnell weg hier. Die andere Frage ist jetzt. Wir gehen eine Chamber weiter, dann Leute, kommt mal mit. Oh Gott, das ist eventuell kein... Ja, wobei, vielleicht doch. Kommt drauf an. You stand now on the cusp. Warte mal. Of the Dreadlord's favor. Warum ist der Elefant hier? One killing secures your rebirth as an unholy assassin of Baal. Ich hab ja gesagt, wenn ich das nächste Mal den sehe, bringe ich den um. Celestial being. Make violence of its goodness. Spill its blood and bathe in Baal's eternal rapture. I know you. Do not listen to this ancient fuck. Free me at once. I would have sacrificed this creature to Baal. Spare no violence for the Dreadlord's grace. Proofs. And savor every moment of the creature's slaughter. Ja, dann Feuer frei. Critical Mist. Der Imp kann hier rüberfliegen. Hier sind ganz schön viele von diesen Geistern. Ich weiß nicht, wie gut das wäre, wenn ich hier den anderen Typen angreifen würde. Aber naja. Nope, du gingst mir schon zu sehr auf den Piss. Ich hab gesagt, ich bringe ihn um, wenn ich das nächste Mal sehe. A new, unholy assassin.
Was bringt mir das jetzt? Noch mehr Buffs? Also erstmal werde ich anscheinend in Blut getaucht. Ich weiß nicht, ist Blut eigentlich gut für die Haut? Ich meine, davon könnte ich zumindest ein bisschen was vertragen. I bestow upon you the amulet of Baal. Murder in Baldur's Gate. The vestment of his most unholy servants. With this amulet he grants you entry to his chambers. The Undercity Temple of Baal. The portfolio of murder passes into your hands. Do it justice. Enact slaughter befitting a god. Okay, was ist mit dem hier? Holy assassin does have a certain ring to it. Ja, irgendwie schon. Das stimmt. Investigator Valeria, your priorities for this tendery are three cases. 612, that apparent plagueship at the Broken Docks, 655, the hand-taking murderer, and 657, the mortal injury to the wave servant in the harbor. The thing that Baldur's mouth is calling the Old Combs case. Of these 655, the serial killer is top priority. Not least because the murder's continuing activities are making us look bad. Catch the bastard. Ja, dann ist es ja umso schlimmer, dass er nichts getan hat. Der fucking Penner, ey. Und ich musste hier seine Arbeit erledigen. So, was haben wir jetzt hier noch bekommen? Irgendwie so einen Ring oder ein Amulett oder keine Ahnung. Das hier? Amulet of Baal. One day I'll catch a break. Okay, wo kann ich damit hin? Hier drüben? Hm, wenn ich ihn hier angreife, werde ich von den ganzen anderen Typen angegriffen. Darf ich hier dran? Anscheinend. Nett. Mason's Journal. Yeah, I don't know. Aber den Rest nehme ich mit. Ist Orin hier irgendwo? Weil wenn ja, dann... könnte ich mich vielleicht um sie kümmern. Ich weiß halt nicht, was ich von dem Typen da halten soll oder ob ich mich mit dem noch anlegen soll. Ist hier irgendwo irgendwer drin? First Orville. Oder Fist Orville. Alles gelockt hier. I mean, Assyrian, du kannst ja mal das hier aufmachen, weil hier ja einer drin liegt. Ansonsten hätten wir auch einfach es kaputt hauen können, aber... das Aufschließen macht es ja einfacher. Notizen, dear Quill. Dear Quill, do you remember me? Das ist unrelevant. Na toll. Ein Dietrich verschwendet. Naja. Ja, ist trotzdem. Sollen wir ihn noch battlen? Ich weiß halt nicht, ob Orin das so gefällt. Ich weiß auch nicht, ob wir das schaffen. Aber auf der anderen Seite können wir uns das ja vielleicht auch noch bis nächste Mal überlegen. Ich weiß nämlich jetzt generell nicht, was ich hier erstmal tun soll. Find Orin's victim in the Temple of Baal. Ja, sind wir hier nicht im Tempel von Baal? Wir sind im Murder Tribunal. Keine Ahnung, muss ich mal schauen. Aber machen wir hier doch auch erstmal wieder Pause. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bei Baldur's Gate. Bis dahin. Bye bye.